herzlich willkommen beim Paradise City Video Podcast. Wir sind jetzt wieder live. Ich hoffe, ihr trudelt so langsam ein und seid dabei und seid vielleicht nicht nur zufällig dabei, sondern habt auch schon ein paar Folgen gehört und gesehen. Und wir sind heute an einem ganz besonderen Ort, auf den werde ich auch gleich nochmal eingehen. Auf jeden Fall, ich bin Charlotte und nehme jetzt auch einen Gast. Und der Paradise City Podcast dreht sich eigentlich immer darum, in welcher Welt wir leben wollen und welche Rolle du darin spielen willst oder welche Rolle ich darin spielen will oder welche Rolle ja, eben Mike, mein Gast, spielen will. Und das werden wir heute so ein bisschen erforschen. In den letzten Folgen ging es zum Beispiel um das Thema Zeit oder Lebensglück. Und ich sehe, es sind schon einige winkende Hände dabei. Ja, cool. Also ihr könnt auf jeden Fall auch gerne kommentieren, Fragen stellen und einfach mit interagieren. Das ist eigentlich immer voll spannend und hoffe ich ja, dass das so ein bisschen auch dazu kommt. Und auch viele Herzchen. Ja, genau. Und heute geht es aber um das Thema Tod und Wiedergeburt. Und das ist eben auch ein Thema, was in einem Theaterabend eine Rolle spielt, weil der Videopodcast ist eigentlich aus einem Theaterabend entsprungen, der Ende Juni stattfinden wird. Dazu werde ich auf jeden Fall auch später nochmal mehr Infos reingeben, falls ihr daran interessiert seid. Und ja, wir sind hier ja nicht ohne Grund an diesem Ort. Und ja, das ist ein Friedhof, nämlich der Johannesfriedhof. Und ich würde jetzt erstmal fragen, wer bist du eigentlich und magst du Friedhöfe? Ich bin Mike. Ach echt? Mhm. Okay, also vielleicht muss man auch dazu sagen, dass hier immer jemand zu Gast ist, eine Person, die eigentlich an diesem besagten Theaterabend auch irgendwie eine Rolle spielt. Also entweder dabei ist oder das Ganze inszeniert oder als schauspielende Person. Und Mike ist natürlich auch dabei. Aber vielleicht würdest du mal einfach ein bisschen was davon erzählen. Ja, also wie du schon gesagt hast, ich spiele eine Rolle in dem Theaterstück Paradise City und das unentdeckte Land, was demnächst Aufführung, Premiere haben wird. Und ich bin da außerdem auch mit im Ensemble tätig. Das ist so ein bisschen die künstlerische Leitung von dem Projekt. Und ich bin auch Mitarbeiter einer freien Bühne Jena und das ist quasi der Veranstalter des Ganzen. Ja. Genau. Und so bin ich mit diesem Projekt sehr verbunden. Und deine zweite Frage war ja, ob ich Friedhöfe mag. Mhm. Da kommen mir gleich 1000 Gedanken dazu. Als ich jetzt hierher gegangen bin. Wir haben eine Stunde Zeit. Als ich hierher lief, hatte ich das Gefühl, also ich war ja ein bisschen spät dran jetzt, um hier pünktlich zu sein. Und ich bin durch das Friedhofstor durchgelaufen gerade und irgendwie hat sich das gleich wie so eine Verlangsamung angefühlt. Mhm. Erstmal, als wäre das schon ein anderer Ort hier mitten im Stadtzentrum von Jena. Und dann ist mir auch gleich ein Fuchs begegnet, der hier so über den Gräbern hin und her lief. Das fand ich irgendwie so ein bisschen surreal. Ne? Der war ganz bei sich irgendwie, der hat sich auch gar nicht um mich gekümmert und lief da so durch die durchs Dickicht und durch die Gräber hindurch und es raschelte so ein bisschen, da habe ich ihn angeguckt und bin ich weitergelaufen. Du musstest dich ja beeilen. Ich musste mich, ja genau, ich wollte ihn eigentlich länger angucken, aber ich dachte, wenn ich jetzt noch länger warte, dann komme ich wirklich zu spät und jetzt schaue ich hier so gerade ringsherum und dann sind hier die Bäume, dann geht da die Sonne hinten langsam unter und irgendwie hat das schon, also wie der Name sagt, so eine friedvolle Atmosphäre und passt für mich gerade überhaupt nicht zu diesem für mich persönlich quirlig erscheinenden Medium Instagram. Ja, perfekt. Aber trotzdem schön. Wir bringen Instagram in Slow Motion. Mhm. Ja, ja, vielleicht werdet ihr danach total friedlich, beruhigt ins Bett gehen. Nein. Ja, also, naja, bei mir war es aber ein bisschen ähnlich. Also ich habe das auch sofort gemerkt mit der Verlangsamung. Und da hinten haben auch zwei Menschen eine Hängematte aufgebaut. Also, und die liegen da so, als ob die das immer machen. Also irgendwie, dass man den Friedhof halt auch, ja, auch irgendwie nutzt. Also, und auch hier ist und auch irgendwie ein bisschen Alltag damit teilt, finde ich irgendwie auch sehr schön. Ich habe auch ganz, ganz unterschiedliche Assoziationen noch dazu. Ich musste jetzt auch gleich, als du die Frage gestellt hast, noch was anderes denken. Ich bin früher mit meinem Opa immer oft auf den Friedhof gefahren und habe ihm dabei geholfen, sich um die Gräber quasi, so der
eigenen Eltern zu kümmern und so. Und das wurde so eine Art kleine Tradition, die wir miteinander hatten. Und ich wusste dann schon mal, da gibt es eine Gießkanne irgendwo, die muss man sich erst holen und dann hakt man dann noch irgendwie. Und dann habe ich dann irgendwann auch angefangen, mir immer die Grabsteine anzuschauen und zu lesen, wer hier eigentlich alles liegt und wann die Menschen geboren sind, wann sie gestorben sind. Und das ist auch etwas, was ich heute noch oft mache, wenn ich so über den Friedhof laufe. Und das bringt mich dann auch ein bisschen so in so eine sehr melancholische Stimmung. Mhm. Ja. Mhm. Naja, ist was Vergangenes, ne? Auch. Ja, es ist auch immer so der Gedanke an den Tod, an das eigene, an die eigene Endlichkeit irgendwie. Mhm. Und wenn ich dann so sehe, das ist verändert, ist ja unterschiedlich, wie lange Menschen leben. Und man sieht dann halt, oh krass, die Person ist eigentlich jünger als ich sogar. Ja, und viele sind älter gewesen und so, die dort liegen auf den solchen Friedhöfen. Und dann bin ich auch schon immer sehr stark an meine eigene Endlichkeit erinnert. Naja, ja, du teaserst schon, glaube ich, voll viel an, wo wir, glaube ich, vielleicht noch mehr reingehen können. Also der Podcast, der Videopodcast heißt ja Paradise City Podcast. Und Paradise City, ja, was ist das? Also im Prinzip ist das in unserer Fiktion Ende Juni an dem besagten Theaterabend eine Stadt des Glücks, eine Stadt, wo alle glücklich sind, wo man glücklich wird vor allem und wo irgendwie alles auch perfekt ist. Und ja, genau, ich habe mich fragend halt mit diesem Podcast auch, wie viel Paradise City in unserer Welt steckt. Und der jeweilige Gast hat im Prinzip Paradise City auch noch viel weiter ausgeformt, also viel detailreicher gemacht und es bedeutet noch so viel mehr. Deswegen würde ich erst mal fragen, was ist denn für dich Paradise City noch? Und also, was hat das vielleicht auch mit dem Tod zu tun? Mhm. Weil es passt ja irgendwie eigentlich erstmal nicht zusammen, Glück, doch. Tod. Also ich müsste jetzt gerade, ne, weil wir sind ja hier auf dem Friedhof, da denke ich gleich an was ganz anderes, als wenn du mir die Frage woanders stellen würdest. Wenn ich jetzt an Paradise City denke, an das Paradies, ja, dann denke ich auch ein bisschen so an die Frage nach dem Leben nach dem Tod, ne, irgendwie aus das, was vielleicht im Jenseits kommen kann. Gibt es das? Spielt diese Vorstellung in meinem Leben eine Rolle? Glaube ich vielleicht manchmal dran? Glaube ich manchmal nicht an so etwas? Ja, oder ist das dann halt einfach zu Ende nach dem Sterben, das Leben, das Dasein? Ne? Mhm. Oder gibt es da irgendwie noch eine andere Ebene, in die man hier reinkommt, in das Paradies eben? Ne? Das Paradiesische, das noch Unglaubliche, Ungreifbare irgendwie. Und jetzt gibt es ja noch, in deiner Frage steckt ja noch so eine zweite Seite von diesem Paradise City, ne? Irgendwie die Stadt, die verspricht, schon quasi im Hier und Jetzt, im Diesseits, ja, ein vollkommenes Leben zu versprechen. Ja. Ne? Also Vollkommenheit im, da will ich hin, da will ich mitleben. Da kann ich vielleicht das Leben so richtig. So richtig in vollen Zügen leben, ja. Und ich meine, für mich ist das auch so ein Zwiespalt, weil auf der einen Seite kann das ja heißen, es gibt da irgendwie die Möglichkeit, das Glück zu konsumieren. Hm. In so einer Paradise City, in so einer Weltstadt, in so einer Metropole, die alle Menschen anzieht und verspricht, oh, hier kann ich es werden, hier kann ich glücklich werden, hier kann ich erfolgreich werden, hier kann ich zufrieden sein. Und da gibt es vielleicht irgendwie ungeschriebene Regeln oder auch festgeschriebene Regeln, die einen da auf einen Weg führen, der einem angeblich zum Glück führt. Vielleicht durch Konsum, oh, das verbinde ich mit Paradise City meistens, ne? Also so ein Konsumversprechen da ist, um glücklich zu werden. Und dann gibt es ja aber vielleicht auch noch ganz andere Wege dahin, auch im Hier und Jetzt, im Diesseits, ein gutes Leben zu führen. Mhm. Also der Tod wird auf jeden Fall in Paradise City eine Rolle spielen, aber auch eben die Geburt bzw. die Wiedergeburt. Was ist denn so für dich, Tod und Wiedergeburt, haben die für dich gemeinsam oder gibt's da was? Also wir haben das ja beides im Titel, es muss ja irgendwas zusammenhängendes haben. Keine Ahnung, wenn ich so drüber nachdenke, ist vielleicht die Geburt ist der Anfang der Lebensspanne, der Tod ist das Ende der Lebensspanne. Mhm. Ne? So denke ich jetzt erstes daran. Tod ist vielleicht etwas im Laufe des eigenen Lebens oder im Leben von vielen Menschen, woran man vielleicht nicht so oft denkt oder ich nicht so oft denken möchte eigentlich, aber trotzdem tue. Und die Geburt ist immer irgendwie was mit etwas Positivem verbunden ist, erstmal. Ne? Und so, das sind so vielleicht zwei
zwei Pole an einer Skala. Und dann denke ich aber auch daran, dass das vielleicht im Laufe eines Lebens immer mal wieder schon ein bisschen vorgelebt werden, also fortdurchgelebt werden kann. Ne? Also natürlich sterbe ich nur einmal wirklich, ne? Aber irgendwie so im Laufe der eigenen, ja biologisch, aber im Laufe der eigenen Entwicklung und so, lebe ich ja vielleicht schon Phasen, wo ich, ne, so als, was ich als Kind war, wenn ich als Jugendlicher nicht mehr, als ich als Jugendlicher bin, bin ich vielleicht dann irgendwie mit Anfang, Mitte, Ende 20 nicht mehr und jetzt verändere ich mich wieder und so. Und diese Veränderung ist ja vielleicht auch mal wieder so ein Teil des Sterbens, Loslassens, Begraben von eigenen Persönlichkeitsanteilen. Und dann wird vielleicht auch ein Teil von mir selbst und ein anderer Teil anders neu geboren, wiedergeboren. Ne? Also es ist vielleicht auch so ein Erneuerungs- und Entwicklungsprozess, den ich damit verbinde, mit dem Thema Tod und Wiedergeburt, Entwicklung. Ja. Ja. Und Veränderung. Ja. Ja, ich finde auch, was die beiden auch gemeinsam haben, finde ich irgendwie so dieses unberechenbare, unkontrollierte. Also man kann es ja nicht beeinflussen, beziehungsweise ist das, glaube ich, auch etwas, ja, worüber vielleicht manche Menschen sich, was manche Menschen total spannend finden und manche halt total wegschieben, weil das halt etwas ist, wo man halt eigentlich nichts darüber weiß. Wo man jetzt irgendwie was, ich meine, was denkst du denn, was kommt nach dem Tod? Oder glaubst du da an irgendwas? Oder ist das für dich auch sowas, ah, okay, darüber müssen wir jetzt doch gar nicht reden, weil wir wissen doch gar nicht, was danach kommt. Also man kann darüber schon reden, denke ich mal. Aber wissen werde ich es trotzdem nicht, wahrscheinlich. Nee. Ah, vielleicht hilft es ja auch zu Lebzeiten. Ja. Aber ich weiß schon, dass ich darüber nachdenke. Ah, okay, du weißt das. Ich weiß, dass ich darüber nachdenke. Ist da etwas? Kann da was kommen? Und zwar sowohl im Hinblick auf mein eigenes Leben. Ja, ist es dann einfach vorbei? Ist es alles weg? Dunkel? Bin ich dann im Nichts? Was ist dieses Nichts? Das ist für mich so ungreifbar und da gehen total viele Gedanken an, Gefühle hoch, kommen da hoch. Mhm. Ne? Also viel für mich mit Panik und Angst vielleicht zu tun. Mhm. Und gleichzeitig hat es aber auch was damit zu tun, mit den Menschen, die mir im Leben mich im Leben begleiten, ja, die mir wichtig sind und bei denen ich mir auch frage, ne, ist so ein Abschied auf ewig. Hm. Ja. Ja, genau, da kann man jetzt sicherlich noch viel, viel mehr erzählen dazu, aber das ist mir vielleicht so. Welche Beziehung hast du denn zum Tod? Also weil du das jetzt schon angeschnitten hast. Beziehung zum Tod? Also ist es etwas, was du eigentlich total faszinierend findest? Oder ist es etwas, was eigentlich erst jetzt im Laufe deines Lebens irgendwie immer mehr eine Rolle gespielt hat durch, weiß ich nicht, die Außenwelt, wenn Menschen vielleicht doch sterben oder drückt man das eher weg? Oder ist das eher etwas, was man, ja, was jetzt eigentlich, weiß auch nicht, aber ist es schwierig? Ich weiß nicht, ich habe schon den Eindruck, dass ich schon immer irgendwie viel das Gefühl hatte, den Tod irgendwie zu spüren. Mhm. Irgendwie, oder einfach immer irgendwie so eine Präsenz davon wahrzunehmen und mich damit zu beschäftigen. Und gleichzeitig habe ich, glaube ich, auch eine große Angst davor. Mhm. Ich meine, das haben wahrscheinlich die meisten, vielleicht vom Tod kann ich auch sagen, zum Sterben haben viele vielleicht. Ich hätte eher Angst vor Schmerzen. Ist ja auch egal, was für Menschen, aber ich habe das schon, ich denke darüber schon nach, so über so eine gewisse Angst. Mhm. Und auch, ja, klar, natürlich auch Neugierde, was ist das, ne? Was kommt dann? Mhm. Mhm. Ja, spannend auf jeden Fall. Also wie viel findest du denn jetzt von diesem Paradise City Aspekt, der Tod, wie das in Paradise City stattfindet, so wie du es vorher erklärt hast, in der Realität wieder? Naja, also in Paradise City gibt es ja ein Unternehmen, was sich mit dem Tod, mit dem Bestatten, mit dem Abschied nehmen, mit dem Hinterlassen von etwas beschäftigt, daraus auch Kapital schlägt und der Fokus von diesem Unternehmen ist eigentlich eher zu sagen, naja, auch das Ende des Lebens kann etwas
Großartiges sein, was du noch gestalten solltest. Ne? Damit solltest du dich rechtzeitig auseinandersetzen in deinem Leben. Und das kann auch eine große Party sein am Ende, die dann noch geschmissen wird, weil wenn du weg bist, müssen sich ja vor allen Dingen die Leute darum bemühen, damit auseinandersetzen und dann damit abfinden können, die eben zurückbleiben und nicht du selbst. Und dann ist bei Paradise City auch immer noch der Gedanke, was bleibt von dir? Ja, was möchtest du hinterlassen? Wie willst du in Erinnerung bleiben? Vielleicht möchtest du dir eine große Pyramide hinstellen. Ne? Auch das wird in Paradise City ermöglicht, ja, als Erinnerung an dich. Oder eine Statue bauen oder deine Asche zu einem Kristall schmelzen lassen, den deine Nachkommen oder deine Liebsten dann mit sich herumtragen können, um eben gesehen zu werden. Und was aber so ein bisschen runterfällt in diesem Paradise City, ist, neben der, also wirklich, wo der Tod eine große Rolle schon spielt und auch gar nicht so versteckt wird, jedenfalls doch, der wird schon kaschiert dort auch, aber der wird nicht im Wort versteckt, aber was versteckt ist die Trauer. Ja. Das finde ich, okay, aber also jetzt aus meinem eigenen Umfeld oder einfach, was ich so kenne, ist das schon ein Thema, was so jetzt in unserer Gesellschaft schon eine Rolle spielt, Trauer verstecken, oder? Oder auch dieses Trauern richtig leben, ausleben und weil es ist natürlich was Schmerzhaftes, aber dass das auch irgendwie, naja, weil man in so einer, da sind wir wieder beim Thema Zeit vom letzten Mal, weil es halt so schnell weitergehen muss. Ja, ich glaube, das ist für mich auch so der Punkt, ne, warum mich das eher interessiert hat, die Trauer erstmal selbst in mir zu spüren, als Gefühl, als Empfindung, als Präsenz von irgendwas und gleichzeitig auch zu überlegen, welche Bedeutung hat Trauer eigentlich so im Alltag der Gesellschaft. Ne? Wenn man sagt, Trauer muss dann irgendwann überwunden sein und damit man weiter funktionieren kann, ne? Als Mensch wieder arbeiten gehen kann, wieder für seine Mitmenschen, für seine Freunde da sein kann, einfach wieder am Leben teil hat und so. Und so, ich habe mich damit auch so ein bisschen beschäftigt und recherchiert und so. Und es kann durchaus sein, dass das ganz unterschiedlich lang ist, wie so ein Prozess der Verarbeitung des Trauerns, des Schmerzempfindens, des Leidens dauern kann und dann ist es vielleicht nicht so schnell, dass man wieder zurückkommt. Und wird man dann als kranker Mensch abgestapelt, als pathologisierter Mensch oder sowas? Oder gibt es auch in unserer Gesellschaft Raum dafür, Trauer da sein zu lassen und natürlich auch nicht unbedingt darin zu versinken in Ewigkeit, ne? Weil man ist ja noch am Leben und so. Das hat mich da schon sehr beschäftigt und mich persönlich auch. Ich habe auch einen großen Respekt vor trauernden Menschen. Weil ich fast, wie soll ich sagen, unbeholfen mich fühle, damit umzugehen. Ja. Ja. Na, man, wo lernt man das auch? Also, ich glaube, selbst wenn man selber mal getrauert hat oder das kennt, finde ich es trotzdem schwierig. Weil das, ja. Es ist wirklich eine Sache, die man irgendwie nicht so lernt. Entweder man ist halt empathisch und man lässt sich auch darauf ein und ja, muss man halt auch wollen, sich davon berühren zu lassen. Und ja. Ja, ich merke schon richtig dann, das ist wie so, ja, Trauer und so, das spannt mich an schon innerlich. Nur wenn ich drüber spreche und auch über Menschen, die gerade etwas zu betrauern haben. Ja, das ist interessant, dem wollte ich auch nachgehen. Ja, und also ich konfrontiere das mich konfrontieren, da weiter zu forschen, vor allen Dingen auch nicht zu lernen. Und also das Thema Geburt, Wiedergeburt beziehungsweise eben auch also und Tod, das sind ja erstmal jetzt keine Alltagsthemen. Aber trifft man trotzdem im Alltag irgendwie auf diese Themen? Also wie jetzt zum Beispiel, was du auch meintest, dass wenn trauernde Menschen... Ich bin der Meinung, dass das Alltagsthemen sind. Ich meine, okay, inwiefern? Ich glaube, wo habe ich gelesen? Bin ich jetzt gar nicht sicher, ob es stimmt. Ungefähr 1 Million Menschen in Deutschland sterben jedes Jahr. Ja. Und da ist das schon ein relativ alltäglicher Prozess. Mhm, ja. Auch das Bestatten, ne, die ganze Friedhofswirtschaft, ne, sage ich jetzt mal so. Gibt es ja nicht, es muss gepflegt, gehegt, bearbeitet werden. Na, da oder auch Nachrichten. Verwaltungsprozesse. Ja. Ne? Ja genau, in den Nachrichten, ne? Wir haben ja jetzt gerade wieder sehr viel Präsenz des Krieges oder der Kriege in dieser Welt. Ich finde schon, dass das schon ein Thema
also ein Alltagsthema ist und Geburt ja auch irgendwie. Ne? Menschen werden ja auch immer wieder geboren, ne? Also auf diese Welt, in diese Welt hineingeboren. Ja. Und ich denke schon, dass das schon ein Teil des Alltags ist. Und ich frage mich aber, warum dieser Eindruck entsteht. Also nicht frage mich, oder ja, ich setze mich schon auch damit auseinander, warum manchmal der Eindruck entsteht, dass es etwas ganz Besonderes ist, was Außergewöhnliches ist. Das ist es ja eigentlich gar nicht. Es ist halt ein außergewöhnlich, also für mich persönlich fast ungreifbare Erfahrung. Ja, ich kann ja auch kaum meine eigene Geburt kann ich ja auch nicht nachempfinden oder sowas. Ne? Das kann ich ja auch nur nicht erleben. Ne? Die kann ich ja nicht neu erleben. Ich glaube, was besonders ist, ist halt, dass man sich halt wirklich da rein begibt. In also, was? Naja, dass man das nicht nur auf Distanz sieht, sondern fühlt. Mhm. Oder? Was jetzt genau? Na, zum Beispiel, wenn Nachrichten sind und es geht um Tod oder du kommst damit in Kontakt irgendwie, aber es ist ja was anderes, als wenn es halt stattfindet, als wenn man da wirklich auch das an sich ranlässt. Mhm. Und ich glaube, das ist was Besonderes. Mhm. In dem Sinne, das macht man halt nicht so häufig und ich merke halt zum Beispiel bei mir, weiß ich, dass ich das wahrscheinlich dann eher nicht mache, weil ich weiß, dass es mich ja auch irgendwie erstmal in so einen Modus bringt, was mich halt natürlich runterzieht und dann muss ich mich damit beschäftigen und dann habe ich jetzt die Kapazitäten dafür. Ist ja auch immer so eine Frage, also weiß nicht, ob ich mir jetzt wirklich so die Gedanken dann so mache, aber das hätte ich jetzt gedacht, das spielt vielleicht auch eine Rolle. Ja, andererseits denke ich halt auch, wenn ich mich nur mit Tod auseinandersetze im Leben, ne, und alle Nachrichten ganz, ganz dicht an mich heranlasse, dann würde ich jetzt mal ein bisschen pathetisch sagen, dann kann ich ja das Geschenk des Lebens auch nicht wirklich annehmen und ausleben. Ne? Also ich möchte ja schon auch, ne, also natürlich hilft mir das Bewusstsein der Endlichkeit des Sterbens, des Todes, auch dabei den Wert des eigenen Lebens oder des Lebens an sich wieder kennenzulernen. Ja. Ne? Aber wenn ich jetzt nur über Tod und Ende nachdenke und da vielleicht auch gar nicht mehr rauskomme, dann verpasse ich ja vielleicht auch sowas Wesentliches. Also dann verpasse ich den Moment, das Spüren, das Erleben, das Erfahrung machen, das Lieben, das Dasein, das sich selbst spüren und andere und in Beziehung zu anderen Menschen sein. Mhm. Aber ich glaube auch, dass man sehr viel am Leben verliert, wenn man eben sich nicht mit dem Tod oder beziehungsweise mit auch dem Ende auch auseinandersetzt. Mhm. Also auch einfach in dem Sinne, dass halt manches halt auch begrenzt ist und dass man halt auch dann vielleicht mehr gibt, in dem Sinne, weil es begrenzt ist. Also dass man halt sich dann erst recht reinwirft, weil man weiß, es ist begrenzt und es hat irgendwann ein Ende. Also wenn man auch den Tod so von sich wegschiebt, dass man vielleicht auch, also habe ich manchmal das Gefühl, dass man dann die Begrenzung oder ich diese Begrenzung dann verliere und dann, weißt du, was ich meine? Die Begrenzung verlieren? Also die Begrenzung im Sinne von, dass ich dann, oh, jetzt habe ich den Plan verloren. Also wenn ich halt mich, also weiß ich nicht, wenn man sich vielleicht nicht mit den Themen konfrontiert und immer nur einfach weitermacht, dann vergisst man vielleicht auch, dass man vielleicht jetzt gerade gar nicht richtig lebt, sondern dass es auch irgendwann eben, also man vergisst vielleicht, dass es irgendwann ein Ende hat und dass man das alles hinausschiebt und dann vielleicht im Wartesaal landet. Ja, das wollte ich ja damit sagen, ne? Also der Tod, also die Auseinandersetzung damit, führt für mich schon auch dazu, den Wert des Lebens wieder zu sehen. Mhm. Ja, und in mich zu fragen, lebe ich jetzt gerade? Ne? Oder funktioniere ich nur wie ein Roboter oder so? Mhm. Oder vergesse ich gerade ganz wichtige Sehnsüchte, Bedürfnisse von mir, nur weil ich irgendwie in so einem Modus des Funktionierens bin und vermeide, richtig zu leben? Mhm. Da hilft, da bringt mich schon diese Auseinandersetzung damit mehr dazu. Ne? Daran zu arbeiten vielleicht auch, zu entwickeln, der Auseinandersetzung mit dem Tod. Ja. Mich zum Leben hin zu entwickeln. Ja. Hm. Ja, also jetzt waren wir noch gar nicht so viel beim Thema Geburt, aber auch dort ist es, glaube ich, auch so ein Ding. Das ist über ein Instagram-Thema, dass man auch das irgendwie versucht, perfekt darzustellen. Also es gibt, glaube ich, so ein bisschen den Trend, dass auch auf Instagram das
so Influencer oder so, dann weiß ich nicht, wenn sie so nach der Geburt perfekt aussehen und so, was gar nicht realistisch ist und so eine Sachen. Also dass man halt diese Momente dann irgendwie so auch mit so einem Schimmer versieht. Also dass es halt irgendwie gar nicht mehr der Realität entspricht. Dabei sind so diese Momente, vor allem auch Geburt und Tod oder eben, das hat für mich auch was mit ganz stark mit Authentizität zu tun, beziehungsweise das sind so wirklich echte Momente. Also meinst du, man kann sich da gut auch so stylen, also die Geburt aufstylen, damit man das auch zum Teil vielleicht seines eigenen Image machen kann, vielleicht seinen Marktwert auch ein bisschen erhöht dadurch. Also da sind wir auch ganz gut bei Paradise City. Das kann man da auch schön mit dem Tod machen. Ne? Also der Tod ist da quasi auch, ist die eigene Bestattung, der eigene Abschied, dient auch dazu, das eigene Prestige noch mal ein bisschen anzuheben. Ja. Und über den Tod hinaus wirken zu lassen. Mhm. Ja, also das ist da durchaus auch präsent. Das ist doch jetzt ein guter Teaser nochmal. Denn also um nochmal, damit ihr nochmal ein bisschen mehr darüber erfahrt, dass am 24. Juni ist eine Premiere, die heißt eben auch Paradise City und das unentdeckte Land. Und ja, da feiert halt Paradise City die Stadt an 3 Tagen, also 3-mal sozusagen ihren Jahrestag. Und die Gäste dort werden einfach das Glück erfahren, die Perfektion. Und aber es spielt eben auch das Thema eine Rolle, was wir heute aufgegriffen haben, Tod. Und auch die nächsten Themen werden eine Rolle spielen, wie auch das Thema Zeit vom letzten Mal. Und ja, es wird, glaube ich, ein sehr spannender Erfahrungsraum, bei dem ihr sehr herzlich eingeladen seid, dazu zu kommen. Tickets gibt es nämlich schon längst an der Touristeninformation und es ist ja auch schon nächste Woche. Genau. Aber bevor wir uns jetzt am Ende verlieren, wäre nochmal meine letzte, also einer meiner Endfragen. Ich weiß nicht, ob das jetzt zu heftig ist, aber wie würdest du denn selbst bestattet werden wollen? Ja, ich habe mich tatsächlich damit schon beschäftigt jetzt im Laufe meiner Auseinandersetzung mit meiner Rolle in Paradise City. Und kann das noch gar nicht so richtig sagen. Es gibt ja so viele schöne Möglichkeiten. Also früher dachte ich immer, auch ich möchte am liebsten in so einer Art Sarg, Glassarg vielleicht sogar, damit man noch sieht. Aber weil ich immer dachte, so dass vielleicht als Kind oder als Jugendlicher auch so die Vorstellung habe, ja, dann lebt man auch irgendwie weiter, weil man ja auch gesehen wird. Ne? Man verwest ja allerdings eigentlich, ne? Und ist ja dann gar nicht mehr da und so. Und dann habe ich dann doch schon jetzt auch über Feuer. Ja, natürlich. Aber ich habe dann doch eher über Feuerbestattung auch nachgedacht, dass man so zu Asche wird. Und ich fand auch diese Vorstellung immer sehr schön, so auf dem Meer, der Asche, Wind und so. Das hat irgendwie was Romantisches eher. Es war ein bisschen gruselig, alles darüber nachzudenken, muss ich sagen. Aber auch irgendwie, ja, leichter geworden. Ja, vielleicht irgendwie habe ich jetzt, hatte ich schon den Eindruck, so Feuer, Wasser, Wind und die Elemente miteinander zu verbinden und dann wieder in den Kreislauf der Natur einzugehen. Das hat gerade irgendwie eine sehr schöne, ist irgendwie eine sehr runde Vorstellung jetzt gerade für mich und so. Dann habe ich aber auch überlegt, so Friedhöfe haben ja auch noch einen anderen Zweck. Ne? Es geht ja nicht nur darum, Tote wegzuschaffen und zu bestatten. Also das ist ja auch noch ein Zweck, über den wir noch gar nicht geredet haben. Ne? Es hat ja auch tatsächlich was sehr Pragmatisches, was Hygienisches auch. Also Tote nicht irgendwie verwesen zu lassen irgendwo, sondern sie zu bestatten, oder? Darf ich da ein Zitat von Ossi bringen? Ossi ist am Kulturschlachthof im Prinzip vollst im Einsatz und den hatte ich mal, also eigentlich ist er beim Freiraum und den hatte ich auch mal für ein Interview und er ist ja gelernter Bestatter und der hat das Zitat gebracht, der Tod wird nicht zelebriert, sondern er wird weggeräumt. Genau, ne? Das ist das meint, ne? Das ist auch so ein Aspekt davon. Aber Friedhöfe haben ja auch noch die Dimension der Erinnerung. Ne? Sie sind ja auch Orte des Erinnerns und der Begegnung mit den Toten, mit den Verstorbenen, mit den Ahnen, mit den Vorangegangenen, ne? Die schon nicht mehr da sind, mit denen ich aber vielleicht noch in Beziehung bin. Und das finde ich ist auch ein sehr wichtiger Aspekt oder ein wesentlicher Aspekt. Auch mal für mich, also in meinem eigenen Leben, nur das Thema Erinnern. Ne, und wie das, was habe ich mitbekommen von den Generationen, die vor mir da waren. Von Eltern, Großeltern und so weiter. Was wurde mir weitergegeben, was wurde vielleicht sogar noch viel länger vererbt, so an Verhalten, an Einstellungen, an Erfahrungen und so, an Erinnerungen, an Lebensweisen, so, die ich so mitbekommen habe. Auch ganz pragmatisch an Kapital.
und Besitz, ne? Das ist ja nicht so viel. Und das ist ja auch, ne? Also das, ja, das finde ich auch ist spannend. Dann wird Thema Geburt und Tod, hat ja auch immer das, die Frage nach, möchte ich, dass etwas von mir bleibt auf dieser Welt, möchte ich etwas weitergeben, warum entscheide will man ich das? Mich überhaupt, oder in der Moderne oder Postmoderne ist ja möglich, sich zu entscheiden, dass man Kinder in die Welt setzt, ne, durch Verhütung und so weiter und so fort. Es war ja vielleicht nicht immer der Fall, dass man so leicht verhüten konnte wie heute. Und das hat, legt natürlich auch mehr den Fokus darauf zu entscheiden, möchte ich das eigentlich, ne? Und passiert nicht einfach nur die Schwangerschaft und die Geburt und sowas alles, ne? Sondern da ist es vielleicht sogar viel mehr Brain dabei, sage ich mal, Kopf dabei, so zu überlegen, oh, was, ja, kann, möchte ich einen Menschen auf diese Welt bringen, was kann ich dem mitgeben, wie erziehe ich den richtig, ne? Welche Prägungen oder Gaben kann ich da weitergeben und so, ne? Und das ist ja auch wie so eine Kette, ne? Man ist auf der Welt, man gibt etwas weiter, man guckt auf die Vorangegangenen, man gibt immer weiter und das ist ja auch irgendwie so eine Verbindung mit der Menschheit im Allgemeinen. Ich bin ein Teil dieses Daseins. Ja. Das finde ich auch noch einen spannenden Gedanken. Also erinnern und weitergeben und so. Ja, das Thema Weitergeben finde ich auch total spannend, einfach in dem Sinne, dass ja sehr viele, die halt auch Kinder kriegen wollen, dass sie unbedingt zum Beispiel eigene Kinder haben wollen und dass sie etwas von sich, glaube ich, weitergeben, also von ihren eigenen Genen. Und dass das irgendwie so tief drin ist, dass man von sich was weitergeben will. Dabei, finde ich, kann man das eigentlich auch mal in Frage stellen, warum man unbedingt was von sich weitergeben will. Ja, ich glaube, das ist auch ein sehr privilegierter Standpunkt, darüber nachdenken zu dürfen. Ja, aber trotzdem. Also es gibt ja auch so viele Kinder auf der Welt, dann könnte man ja auch einfach eins adoptieren. Genau, ja, sicher. Halte es trotzdem für einen privilegierten Standpunkt auch, ne, das machen zu können. Und das war halt nicht, vielleicht nicht immer so möglich. Ne? Vielleicht aus Gründen der Bildung, aus Gründen des Bewusstseins, aus Gründen der medizinischen Möglichkeiten, was weiß ich, ja, ne, das zu tun. Wenn du denn jetzt wiedergeboren werden würdest, was würdest du denn sein wollen? Du kannst alles sein. Und ich finde es sehr spannend bei dem Thema Wiedergeburt eben, dass sich dann eigentlich der Raum der Möglichkeiten öffnet. Weil ich glaube manchmal auch irgendwie, dass man viel mehr Möglichkeiten hat, an die man dann gar nicht mehr denkt. Also man ist manchmal irgendwie auch so ein bisschen begrenzt. Und das finde ich zum Beispiel bei dem Thema Wiedergeburt eigentlich spannend. Oder das schwingt da vielleicht auch mit. Und ich meine, man kann ja alles sein. Das ist jetzt wahrscheinlich eine riesengroße Frage, aber vielleicht kommt dir ja irgendwas intuitiv. Also ja, ich hatte jetzt gerade gesagt, ne, so das Thema Tod, geboren, also Geburt und so, das macht für mich auf der anderen Seite, ne, auch diese Traditionslinie auf, ne, wo bin ich drin, in welcher Gesellschaft lebe ich, von welchen Menschen komme ich her. Und es gibt ja auch eine andere, für mich auch sehr spannende Denkweise des Tod und des Wiedergeborenwerdens, nämlich diese Gewalt, von der du gesprochen hast, ne? Vielleicht auch zu sagen, ich kann mich mal lösen von dem, was ich jetzt bin. Ja. Der Mensch, der ich jetzt bin, der Mike, der ich gerade bin, der Mitarbeiter bei der Freien Bühne, der Mensch, der da auf der Bühne stehen wird oder sowas. Ja, die Schublade, der Sohn, die man der Partner, was weiß ich, ne? Der Freund. Und vielleicht gibt es aber auch die Möglichkeit tatsächlich, auch sich von bestimmten diesen Verhaltensweisen, Gewohnheiten zu lösen und nochmal eine andere Identität zu sein. Und das finde ich sehr spannend beim Gedanken an Wiedergeburt. Jetzt mal nicht in diesem metaphysischen Sinne über das eigene Leben hinaus, sondern wirklich innerhalb des eigenen Lebens, sich nochmal wie neugeboren zu fühlen. Ne? Also vielleicht auch zu spüren, oh, ich habe da Glaubenssätze mit mir herumgeschleppt, mein ganzes Leben. Und die lasse ich jetzt mal weg. Ja. Die sind plötzlich verschwunden und ich gehe mit einer ganz neuen Freiheit, Liebe zum Leben weiter meinen Weg. Das finde ich spannend am Gedanken der Wiedergeburt. Ja, und dass man, ja. Und dabei hilft auch für mich, so was du mich gefragt hast, ne, wenn ich jetzt wirklich neu geboren werden würde, was könnte ich denn sein? Weil dann denke ich, ja klar, ich hänge jetzt so sehr an meinem Menschsein, ne, und habe da auch ein bisschen Angst, mich in andere Wesen hineinzuversetzen und sage, na, ich möchte erstmal als Mensch wiedergeboren werden. Würdest du sagen? Erstmal, ne? Und dann denke ich aber, wenn ich so weiter, ach, ist auch spannend, mal so eine andere Existenzweise, so ein anderes Dasein zu erfahren als ein anderes Tier, als eine Bakterie, als Pflanze oder was weiß ich. Aber das ist für mich auch eher so eine Art
metaphorisches Denken, wo ich denke, ja, ich kann ja auch jetzt in meiner Existenz als Mensch versuchen, mich nochmal neu weiterzuentwickeln, nochmal neue Wege zu gehen, ja, alte Überzeugungen hinter mir zu lassen und nicht so zwanghaft daran festzuhalten, zu erstarren in dem, was ich unbedingt sein wollte immer oder sein will, ja, und die Erinnerung auch mal ein bisschen Erinnerung lassen. Das Neue und so. Und das finde ich, gerade so, merke ich so richtig im Körper, so einen richtigen Empowerment-mäßigen Impuls, da weiterzugehen. Also ich finde vor allem auch spannend, warum man sich für was auch immer entscheidet. Also warum du dich jetzt meinetwegen erstmal fürs Menschsein entscheidest. Man könnte jetzt nach dem Konzept der Wiedergeburt auch denken, Mensch, vielleicht warst du ja auch schon alles, vielleicht warst du auch schon 100-mal Mensch und jedes Mal dann willst du nochmal Mensch sein. Also zum Beispiel, ich hätte jetzt irgendwie, glaube ich, das Bedürfnis, irgendwas in der Natur zu sein. Und zwar wahrscheinlich aus dem Grund, weil ich das Gefühl habe, das ist so frei von, das wirkt so neutral. Der Mensch ist für dich nicht in der Natur. Ja, okay. Also naja, eher sowas wie so ein Grashalm oder so ein Baum oder so. Also, weil das irgendwie friedlich wirkt, vielleicht auch, weil wir gerade hier sitzen, aber einfach auch, weil das irgendwie so was Neutrales hat, also nicht so voll gefüllt mit zigtausend Emotionen und Bewertungen. Also auch, wenn man halt wirklich mal probiert, halt neutral, diesen neutralen Blick aufzusetzen oder so und loszulaufen und versuchen, eben die Umwelt um einen herum nicht zu bewerten, sondern einfach nur wahrzunehmen. Dieses Bedürfnis habe ich, glaube ich, manchmal. Und ich habe das Gefühl, die Natur im Sinne von Gras und Baum, die kennen das schon eher. Ja, das ist auch ein Gedanke, der lässt mich sehr demutsvoll werden. Also da habe ich das Gefühl, ne, es ist vielleicht auch so ein Aspekt, der für mich mit dieser Thematik Tod, Wiedergeburt zusammenhängt, so Demut vor der Existenz, vor dem Leben zu haben und ja, mein eigenem Streben und meinen eigenen Kämpfen, die ich so habe, meinen eigenen Zielen, meiner Verbissenheit. Ich habe vielleicht auch mal Momente zu spüren, wo ich sage, ja, jetzt bin ich hier und da. Vielleicht habe ich gar nicht so viel Verfügungsgewalt über diese Welt und muss ich vielleicht auch gar nicht haben. Ich werde vielleicht auch so ein bisschen durchgeschliffen oder getragen. Ne? Also es gibt ja auch so verschiedene Bilder, die man haben kann. Ne? So durch das Leben gerissen zu werden oder im Leben zu fallen oder eben durchs Leben gehetzt. Auch ein Stück weit gehetzt zu werden, ja. Ne? Oder eben doch getragen, behütet oder verbunden zu sein halt auch. Ne? Und das spüre ich, wenn ich sage, ja, ich bin jetzt im demutsvollen Modus, dann kann ich auch einfach sagen, ja, okay, krass, ich bin gar nicht so groß und ich muss es auch nicht sein und darin ist vielleicht gerade eine ganz neue Größe für mich da. Ja, voll schön. Also am Ende finde ich es mal ganz spannend zu hören, welche Utopie man jetzt mit dem Thema in Verbindung halt auch sieht. Das bringt es ja ein, geht ja schon in die Richtung, oder? Also Tod, wie man damit umgeht, beziehungsweise welche Rolle das in der Gesellschaft spielt oder was es geben kann oder ja, wie man den Blick darauf legt und so weiter. Wie siehst du das so in der Zukunft, in deiner Utopie? Geht das so in die Richtung? Das ist, glaube ich, bringt mich gleich nochmal in eine etwas andere Richtung, wo ich denke, also Tod verbinde ich schon immer mit einem Schrecken. Ne? Ja. Also irgendwie, und das ist ja, ich dachte, das ist so normal quasi, ne? Aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich halt hier in dieser westlichen Welt aufgewachsen bin, weil wenn ich so zum Beispiel an das den Tag der Toten denke oder die Tage der Toten in Mexiko, dieses mexikanische Fest, ne, wo man auch auf den Friedhof geht, vielleicht ein Picknick zelebriert, Musik macht, tanzt, lacht und sich freut und dadurch der Toten gedenkt und mit ihnen ist und so, dann ist das für mich auch ein sehr interessantes Dasein mit den Toten. Und der Schrecken geht davon auch nicht ganz weg, aber das ist nicht die einzige Möglichkeit, ist betroffen da sitzen und ganz in angespannten Mienen. Und aufhören zu atmen. Ja, und nicht mehr zu atmen, genau. Und vielleicht ist das so ein bisschen eine Utopie, zu sagen, dass das die Lebendigkeit auch noch da sein darf. Und dass man vielleicht auch dadurch im Gedenken, in der Ehrung der Toten auch ein Stück guten Dienst tut.
an denen, ne? Und vielleicht sich auch wieder verbunden fühlt und spürt, ich bin ja ein Mensch, ich kann ja auch das, was nicht mehr wirklich da ist, mir immer noch imaginieren und vorstellen, die Menschen, die schon gestorben sind. Mhm. Und sie mir damit auch wieder ein Stück näher an mein Herz bringen. Ja. Genau. Ja, und damit würde ich sagen, beenden wir den Paradise City Podcast. Ein Theaterabend, wie gesagt, also ist daraus entsprungen. Und wir sehen und hören uns dann wieder diese Woche Donnerstag. Es geht um das Thema Identität und das ist wieder um 19 Uhr. Also schaltet gern ein und bis bald.